und lassen den Wald Wald sein. Laufe ich am besten mal hier drüben lang und dann haben wir vielleicht sogar die Chance, noch irgendwas anderes Cooles zu sehen, was wir vorhin, als wir da drüben reingekommen sind, nicht gesehen haben. Vielleicht noch ein paar coole Blumen oder so. Dann hat sich der Ausflug im Vergleich zum letzten Ausflug, wenn wir nicht sterben sollten, ja sogar richtig gelohnt. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, mit der Rüstung sterben wir so schnell gar nicht. Sagte er und starb. Und dann ist die Hölle los. Dann ist es vorbei. Wenn ich mit der Rüstung sterbe und das nicht wiederfinde, dann buddel ich mich ein. Das könnt ihr aber wissen. Dann schaufel ich mir, wie ich hier stehe, ein Grab und werfe mich selbst hinein. Ich komme erstmal die Hundis her. Komm hier. Oh, du Kleiner. Und die machen gleich noch einen Hundi. Warum nicht? Kommst du mit so einer Hundearmada zurück? Oh, nicht schlecht. Ach, hier kann man von sogar her. Hier. Wir laufen gar keinen anderen Weg. Wir sind genau den Weg. Na gut. Oh, nicht schlecht. Dann halt nicht. Eine Enderman-Perle wäre jetzt cool. Enderman-Perle. Das wäre jetzt gerne gesehen in meiner Hand. Oh yeah. Enderman-Perle, oh wie gerne würde ich dich jetzt sehen in meiner Hand. Hallo Schaf. Mäh. Tu mir nichts. Es ist zu kalt im Winter. Winter. Lalalala. Ich habe Angst vor Kindern im Windern. Denn sie sind, wie sie sind. Angst. Angst vor Kindern im Wintern, wenn die Schafe schlafen, wenn ich noch weiter so komisch singe und reime, kriegen meine Zuschauer schnelle Beine, verschwinden leis und bang und lassen mich allein mit meinem Gesang. So. Und dann geht's weiter. Oh. Ich wollte mich auch nochmal hier, also ganz ehrlich, ich wollte mich nochmal hier bedanken für die 700 Abonnenten, die wir letztes Jahr, also letztes Jahr, geschafft haben noch. Das hätte ich ehrlich gesagt nie gedacht, dass wir die 700 noch voll kriegen. Ich meine, das hätte mich jetzt auch nicht, wenn wir es nicht geschafft hätten, aber es war schon, hat mich schon so ein bisschen, wie immer halt, stolz gemacht, ne? Dass wir es doch noch geschafft haben. Nee, Kollege. Oh, Mensch, Schwert. Lass mich in Ruhe. Aua. Oh, hier, Hundeattacke. Lass mein... Ich habe jetzt keinen Hund getötet, oder? Puh, okay. Hundis, kommt her. Esst was. So. Kein Hund wird sterben. Wir rennen einfach durch. Ah, lass mich. Oh, das war knapp. Sind wir schon da? Nee. Doch? Nee. Okay. Ich dachte gerade, weil hier so eine Wiese kommt, aber... wir haben jetzt auch nicht die einzigste Wiese, ne? Ich hab die einzigste Wiese. Es gibt sonst keine Wiese in Minecraft. Nein. Das wäre aber echt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Wenn du so eine Welt hättest, also es wäre natürlich wesentlich langweiliger als Minecraft jetzt, aber mal so angenommen, du hast eine Welt, die ist voll mit Bäumen. Du musst dir wirklich jedes Land, was du erwirtschaften willst, oder wenn es bei Minecraft einfach realistischer wäre, dass du, sagen wir mal, wenn du packst deinen Baum an, ne, schlägst den kaputt, wie es halt so ist, der ganze Baum fällt wie beim Timbermod um, da könnte man sich ja eventuell, ich weiß nicht, ob das möglich ist in 3D-Grafik, aber bestimmt irgendwie, da könnte man sich ja eventuell von, dem neuen Spiel Starborn was abgucken und dass die Bäume dann wirklich umfallen und dass man dann noch in der Erde die Wurzel drin hat und dass man dafür noch eine spezielle Werkzeug, was macht man sowas? Eigentlich macht man das ja mit, ja, ist eine gute Frage, was macht man das? Eigentlich ist es eine Mischung, eigentlich mehr mit Spitzhacke als mit Axt, aus der Erde rausholen. Moment. Komm, das Zucker drauf liegt weg. Ja, ich sehe den, ich sehe das Vieh, das mich gleich angreift. Oh, hier ist ja besser.
Die brauche ich aber noch durchrennen. Das gefällt mir. So will ich das immer haben. So, komm her. Hier auch noch. So, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Den Rest lassen wir stehen. Und ich finde es ja cool. Also das Seltenste, was so eine Hexe droppen kann, ist ja, glaube ich, der Unsichtbarkeit. Ah ne, das ist ja der neue Wasseratmungstrank. Stimmt ja. Das Seltenste, was eine Hexe droppen kann, ist der neue Wasseratmungstrank. Also Unterwasseratmung. Die würde ich ja gerne mal haben, ne? Es gibt ja auch, ich weiß, wüsste auch, wie man eine Hexenfalle baut. Das wäre mir bekannt, allerdings bauen wir die nicht, weil so eine, ohne Mist, so eine Hexenfalle, die ist so... Oh, er hat jetzt keinen... Kommt her, Süßes. Kommt her. Kommt her. Alle her, kommt. Ja, ja. Wo ist der andere? Fuffi, Fuffi, Fuffi. Ja, was ich gerade sagen wollte, so ein Hexenatmungstrank. Quatsch, Hexenatmungstrank. So eine Hexenfarm ist natürlich ziemlich geil, weil man dann wirklich krasse Sachen bekommt. Vor allem diese Tränke sind halt ziemlich cool, wenn du die nicht brauchen musst und einfach so eine Falle hast. Ja, Trank, Trank, Trank. Das sind Pilze, die großen. Willst du mich verarschen? Hier ist so ein Wald. Wir sind voll vorbeigelaufen an einem. Boah, jetzt werde ich aber aggressiv hier. Aggressiv. Aggressiv. Und, das wollte ich gerade sagen. Ja, das ist halt einfach zu aufwendig für sowas. Da brauche ich meine Dränge lieber selbst. Und ganz ehrlich, man muss ja nicht unbedingt von jedem eine Falle haben und dann einfach nur noch hinrennen und dann habe ich's. Man kann ruhig auch mal loslaufen und mal 1-2 Stunden einfach nur auf Hexenjagd gehen. Ich meine, dazu ist ja Minecraft auch da, es ist ja immer noch ein Survival-Game. Und ganz ehrlich, ein Survival, bei dem man nicht mehr survivalen muss, weil man sich hinter seinen Mauern einschließen kann, verstecken kann und nichts mehr machen muss, weil man alles schon hat und so ist dann doch irgendwann nicht mehr so spannend. Man sollte mal meiner Meinung nach darauf achten, dass man sich... Autsch, jetzt wird es langsam kriminell hier, was ich tue. Das sind zwei verschiedene Sorten Eis! Oh, die nehme ich mit, die nehme ich mit, die nehme ich mit, die nehme ich mit. Wo bist du? Wo bist du? Ja, ja, hier ist ein kleiner Knirps hier. Schon klar. Ja, komm, verpisst euch mal hier, ich will das Eis haben. Nichts hier, verpissen, sagte ich. Das ist das Packeis, oh mein Gott. Ist das die? Effizienz, Behutsamkeit. Richtig, das ist die. Geil, 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 das ist das Packeis. Oh mein Gott, das will ich haben. Nee, das ist doch das Packeis, oder? Da, das ist nur heller aus. Sehen wir gleich, sehen wir gleich. Erde. Eis. So, stirb. Ist das das Packeis? Ich habe ein Steckeis. Ich werf mal die eine Pfingstrose weg hier. Ich glaube, es ist gar kein Pack. Och man, ich habe mich so gefreut, dass das eventuell Packeis ist. Jetzt habe ich volle Möhre auf meine Tastatur gespuckt. Toll. 1A Klasse. Moment. Das muss ich mal ganz kurz. Mit einer Hand ausweichen und dann mehr ansetzen. Manchmal, ne? Oh Mann, ich dachte, wir haben jetzt... Ich glaube, das kommt nur in Eisregionen so richtig vor dann. So Eismeere oder so, ich weiß es nicht. Aber wäre schon cool gewesen. Ist ein Packeis? Ja, okay, das ist nur so ein Unterschied hier, weil da was drunter ist, sah das jetzt so anders aus, also so gleich aus. Sind wir immer noch in der alten, in der neuen Region? Sind wir so weit gelaufen? Sind wir wirklich so weit von zu Hause entfernt, meine lieben Damen und Herren? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht beantworten. Wir werden es sicher gleich herausfinden. Ach du meine Güte, was ist denn das für eine Kuhwiese, ey?
Ach du himmlische Pupsbacken. Schlawenzel. Ja, so das neueste Wort, ne? Wenn dich jemand dumm anmacht, dann sag doch nicht Piep oder Piep, sondern sag einfach mal Pupsbacke. Das findet er bestimmt auch ganz böse. Also zumindest kannst du dir sicher sein, dass er dich komisch anguckt. Ja, da solltest du dir ziemlich sicher sein. Was ist denn das? Eine Wüste? Warum habe ich die vorhin nicht gesehen? Sag mir nicht, bin ich wieder falsch gelaufen. Ich will gucken, ob ich will gucken, ob hier ein Tempel ist. Ich will gucken, ob hier ein Tempel ist. Ich habe mich bestimmt schon wieder voll verlaufen, einfach nur. Wie ich es wirklich jedes Mal tue. Tempel! Bist du hier? Zeig dich mir. Oh Tempel. Ja, komm her. Zeig dich mir, oh Tempeltier. Ich werde dir bestimmt nichts tun. Ich muss auch gleich die Aufnahme beenden, oh mein Gott. Ich muss gleich die Aufnahme. Hundis, mach keinen Scheiß. Ich hab nicht unendlich viel Essen mit. Boah, sieht so geil aus mit dem Berg da hinten. Okay, hier ist anscheinend nichts. Hier ist gleich mal eine Keule. Naja, wir haben ja eine gewisse... Alter. Alter. What the fuck? Okay, hier sind wir vorhin definitiv nicht vorbeigekommen. Aber wir haben eine gewisse Spalte, wo wir langlaufen können, weil... unsere Gegend ist ja doch schon etwas größer bebaut. Jetzt kam ich nicht auf das Wort, deswegen habe ich gerade so gestottert. Oder ist das sogar... Wir standen ja mal so auf so einem Berg drauf, als wir hier diesen Welcome to the New Age Song anhatten. Da standen wir ja mal auf so einem Berg hier drauf. Das ist auch schon ewig her, ne? Das war Folge 150 oder so. Ich weiß nicht, wo wir sind. Das gestehe ich ehrlich. Ich meine, wir haben unser Zeug, wir werden bestimmt auch nicht sterben. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil mit der Rüstung sollte es eigentlich nicht passieren. Aber ich habe es wirklich tatsächlich geschafft, mich wieder zu verlaufen. Ich bin, was sowas angeht, echt ein kleiner Profi. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, selbst wenn ich gerade laufe, kriege ich es nicht hin, gerade zu laufen. Das sollte mir echt mal zu denken geben. Es ist dann immer so, oh, guck mal da und, oh ja, was ist das? Und dann war es das auch schon. Dann läuft man dreimal 20 Meter in die falsche Richtung und dann bist du bei 60 Meter und findest X wieder. Na nun, was ist das denn? Das sieht so... Wie ist das? Ist das hier unsere Gegend? Na nu, ach doch, wir sind schon da. Oh, alles klar. Okay, ich dachte jetzt, hä, was ist das hier? Aber wir sind schon da, alles klar. Okay, gut, na dann. Warum nicht? Warum nicht? Dann packe ich mal die Karotte kurz weg. Und rein. Ah, ich brauch's ja nicht, gar nicht rein. Zaun. Oh. Oh ja, mit. So, kommt. Wunderschön, wir sind zu Hause angekommen. Wir haben die Bäume und dann würde ich sagen, ich mal beende hier auch gleich die Aufnahme. Und in der nächsten Aufnahme geht es dann weiter und dann begnügen wir uns damit, das neue Gebäude zu bauen. Gehen wir die Hundis noch schnell weg. Ich würde sagen, die Hundis setzen wir jetzt auch ins Haus rein. Die bleiben nicht draußen. Die kommen wieder, die kommen ins Haus jetzt rein. Und zwar kommen die in das Haus hier rein. So, der erste. Blub. Wo sind die anderen? Zwei, drei. F
Fehlen aber noch welche. Komm mit, Fliffy. Er kommt. Er kommt. Ihr folgt dem Papa, ihr folgt dem Papa. Komm hier. Los, komm. Ja. So. Oh, ist das nicht süß, der Kleine? Oh, das ist so süß, der Kleine Hollandisch. Ja. So, komm, dann kriegt er wieder Essen, bis er alle glücklich sein. Wir haben ja genug, also wir können jetzt, muss jetzt nicht sagen, oh mein Gott, wir haben zu wenig Essen oder so. Hier, ihr kriegt auch noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, machen wir es lieber, wenn die so nebeneinander sitzen. So. Blub, blub, blub. Blub, so. Na dann, meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, gell?